Der deutsche Rapper Samra parkiert seinen Mercedes-Benz-Quer im Üdli-Berg-Tunnel. Die Kantonspolizei ist informiert. Der deutsche Rapper Samra, 28, bürgerlich Hussein Akush, tourt derzeit gerade durch die Schweiz. Der Künstler macht aber nicht mit seinen Auftritten von sich zu reden. Nach einem Konzert braust er mit seinem Auto durch den Üdli-Berg-Tunnel. Brandgefährlich. Der 28-jährige parkiert er seinen Mercedes-Benz quer auf der Fahrbahn und posiert daneben. Dazu schreibt der deutsche Rapper mit libanesischen Wurzeln: Ich war jahrelang auf Drogen, sah das Leben durch den Tunnelblick. Doch ich bin der Beweis, dass es im Ghetto große Wunder gibt. Zuvor war der 28-Jährige im Zürcher Clubstra aufgetreten. Die Kantonspolizei Zürich ist über die gefährliche Aktion des Wappels informiert. Ob es für den Künstler Konsequenzen gibt, ist derzeit noch unklar. Seine Fans glauben, dass der Rapper mit einer saftigen Busse rechnen muss. Hahaha, auf der Autobahn in der Schweiz solche Sachen machen, wird teuer, spottet einer. Die Cops einfach am Ermitteln wegen des Fotos, ganz wild. Ob es sich beim Bild um eine Fotomontage handelt oder nicht, ist unklar. Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper für Negativschlagzeilen sorgt. Im Juni 2021 beschuldigte eine Frau ihn öffentlich, sie vergewaltigt zu haben. Samra bestritt die Anschuldigungen vehement, er werde den Sachverhalt von der Staatsanwaltschaft klären lassen. Das Label Universal Music setzte die Zusammenarbeit bis zur Aufklärung der Anschuldigungen aus. Samra beendete dann die Zusammenarbeit seinerseits endgültig. Im Juli 2021 erwirkte Samra vor dem Landgericht Köln der eine einstweilige Verfügung gegen seine Anschuldigerin. Die Frau darf nun nicht mehr öffentlich behaupten, der Rapper habe sie sexuell missbraucht. Der 28-Jährige spricht offen über seinen jahrelangen Drogenkonsum. Seit Oktober 2021 sei er aber clean, so der Künzelter vergangenes Jahr.